Gestern Abend habe ich einen spannenden Impulsvortrag gehört von Sven Latzel. Das war an der Agile Academy und es ging um Facilitation. Ich pick jetzt nur ein Element raus, was mich zutiefst berührt hat und wo ich sage, das will ich mir selber merken und weil ich es mir merken will, drum erzähle ich es jetzt euch. Und zwar hat er genannt drei Arten des Zuhörens. Mein Experiment heute ist, ich probiere euch das mal gestalterisch zu zeigen. Ihr kennt vielleicht das Inselmodell von Vera Birkenby. Da steht einer auf seiner Insel und wir haben eine andere Insel. Hier steht auch jemand. Jetzt sagt die Vera Birkenby, wenn wir Überlappungen haben zwischen den Inseln, dann finden wir den anderen super. Und wenn wir keine Überlappung haben, so wie hier, das ist ja extrem weit auseinander gemalt, dann finden wir den anderen meistens ziemlich blöd. Ich bin mal auf der grünen Insel. Der erste Modus des Zuhörens ist, ich schau mal, finde ich das, was der andere sagt, hier auf meiner Insel. Der andere redet zum Beispiel von Blau. Der sendet mir ein Blau. Kein Wunder, die Insel ist ja blau. Und dann gucke ich mich auf meiner Insel um und sage, nee. Also ich sage, nee, blau. Blau, ich finde hier überhaupt kein Blau. Das ist falsch. Im schlimmsten Fall sage ich sogar, das ist falsch. Und der, wie geht's dem? Der wundert sich. Und der sagt vielleicht auch, nee, also was hat denn der andere? Wieso versteht der kein Blau? Der ist ja doof. Also wenn wir nur auf unserer Insel bleiben und gucken, passt das, was der andere sagt, in unsere Insel, dann ist Verständigung schwierig. Das zweite Modell ist, wir stehen wieder auf unserer Insel, aber diesmal sind wir neugierig. Und jetzt gehen wir mal hier an den Rand und wir schauen, ist das etwas Neues? Ist das etwas, was wir vielleicht noch nicht kennen? Aber vielleicht gibt's das ja doch. Und dann entdecken wir plötzlich im tiefen Wasser, ah, hier gibt's ja doch Blau. Spannend. Und wenn wir in den Austausch gehen, dann entdeckt der vielleicht ein bisschen Grün. Und was passiert? Unsere Insel wird größer. So ist es, wenn wir dazulernen, wenn wir achtsam zuhören und sagen, hat der andere etwas für mich, was ich noch nicht kenne? Und dann gibt es aber noch eine dritte spannende. Und jetzt wollen wir den aber wirklich verstehen. Also hier steht der eine und erzählt uns was. Und um ihn wirklich zu verstehen, gehen wir rüber. Das nennt man auch in den Schuhen des anderen laufen. Wir schauen uns mal die Welt an, in der der andere lebt. Das nennt man empathisch zuhören. Und plötzlich merken wir, ah, da gibt es auch diese andere blaue Welt. Das ist übrigens nicht Mitleiden. Mitleid ist was anderes. Mitleid hat nichts mit empathischem Zuhören zu tun. Wenn ich empathisch zuhöre, versuche ich nur wirklich zu verstehen, was geht eigentlich gerade im anderen vor. Und wie sieht vielleicht seine Welt aus, seine blaue Insel? Und ich muss nicht zustimmen. Ich muss nicht der gleichen Meinung sein. Aber ich versuche es zutiefst zu verstehen. Das ist sich einfühlen in den anderen und zu gucken, wie geht's denn dem? Und was braucht der? Und wenn wir es schaffen, empathisch zuzuhören, dann wird auf einmal unsere Insel, unsere gemeinsame Insel, super groß. Und wir finden eine riesengroße Basis. Und das Schöne ist, wenn ich empathisch zuhöre, das ist so ein großes Geschenk an den anderen. Oft ist es ja so, gerade in Konfliktsituationen, wenn einer Empathie bekommt, dann gibt es irgendwann so diesen Moment, dieses und es entsteht Entspannung. Und dann kann ich übrigens sagen, meine Welt sieht grün aus.
Und diese drei Elemente des Zuhörens, das ist ein wunderbares Bild für mich. Also ich werde das auf jeden Fall mitnehmen. Und ich wette, dass jeder alle drei Arten des Zuhörens kennt. Also wenn ich von mir aus gehe, manchmal bin ich komplett bei mir und dann sage ich nur, Blödsinn. Das ist übrigens nicht gewaltfrei. Oder ich sage, ja, klar. Aber wenn man viel Überlappung hat, dann kann man so schön zustimmen. Dann ist man immer einer Meinung. Spannend wird es dann, wenn unterschiedliche Inseln zusammenkommen. Das andere, das kennen wir auch, dass wir neugierig sind. Das ist, wenn wir in einen spielerischen Modus kommen. Plötzlich können wir zuhören und plötzlich ist die Anregung des anderen, da entsteht so ein Ping-Pong-Spiel. Ich wette, das kennt jeder. Und ich wette, es kennt auch jeder dieses empathisch zuhören. In unterschiedlichen Situationen. Also ist doch das Spannende, wenn jetzt Empathie notwendig ist, weil es gerade einen wichtigen Konflikt gibt, den wir lösen wollen. Wie merken wir selber? Achtung, umschalten auf, ich brauche das andere. Aus diesem automatischen Zuhören rauskommen in dieses, jetzt brauche ich mal das andere. Und ich glaube, da gibt es unterschiedlichen Zugang. Für den einen ist es einfach mal eine Pause machen, rausgehen. Der andere braucht vielleicht nur einen tiefen Atemzug. Bewegen hilft meistens. Einmal kurz sich anders hinsetzen oder anders hinstellen. Dieses Beweglichwerden kann helfen, das rauszufinden, was brauche ich in einem Moment, wo ich vielleicht gerade in dem ersten Modus bin. Wie komme ich raus? So, entweder hier meine Insel erweitern oder wirklich mal auf die Insel des anderen gehen und versuchen zu verstehen. Also, ich werde diese drei Inseln, diese drei Arten des Zuhörens mitnehmen. Und ich hoffe, es war für dich auch inspirierend.